Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Kakarot. Ich werde mich jetzt hier erstmal um die Nebenmissionen kümmern, die hier auf Namek aufgekommen sind. Beziehungsweise die eine, die ich hier sehe. Ja, und nebenbei noch ein bisschen die Schiffe von Freezer zerstören. Einfach für den guten Loot. Zack. Erweckendes Wasser. Okay. Ja, ich sag ja, es gibt gute Items, die man dann den Leuten geben kann, um die zu verbessern. Jetzt gibt es erstmal einen Kampf. Zack! In die Magengrube. Ja, bei mir auch. Hast auch keine Energie mehr. Das mal aufladen. Mach ich fertig. Super Masenko. Muss doch mach sie fertig. Toll. Sind doch gar keine Herausforderung. Sehr schön. Und dann sind wir auf seiner Nebenmission. Das sieht auch ein bisschen aus wie Dente. Nämlich ja noch Kind retten? Ja. Auf jeden Fall. Freezers Armee muss vernichtet werden. Von einem kleinen Kind, der, wie alt ist er jetzt, 6 Jahre oder so? Ja, ich glaube, Simon ist jetzt in dem Zeitpunkt 6 Jahre alt. Sei. Oh, das hat gesessen. Hat meine Verteidigung gleich zerstört. Aber die haben keine Chance. Ein kleines Kind verloren. Essen. Es geht immer um Essen. Stimmt, Namekianer essen ja nichts. Sie trinken nur Wasser. Zumindest Piccolo trinkt nur Wasser. Aber er will es frisch haben. Okay, das nehmen wir mit. Die Steine können wir sicherlich später noch gebrauchen. Eine mechanische Frucht. 4 Stück brauche ich, okay. Wie es aussieht, sind ja an den Bäumen. Ah, oh, schon wieder solche Nervsäcke. Wenn ich jetzt nur Krillin dabei hätte. Abgewehrt. Meteorit, Schat. Nö, dann kommst du mir nicht. Ausgelöscht. Ich will nur die Früchte hier sammeln. Die ganzen Bäume wurden weggebombt. Okay, wahrscheinlich hier drüben auf der kleinen Insel noch. Ja. Schöne Frucht. Hier ist noch eine D-Medaille. Da oben müsste dann die letzte sein. Jawohl, jawohl, Namekianer Kind gerettet. Essen und Trinken gegeben und. Oh, Meister Quitte. Und die Freezer Armee zurückgeschlagen. So, mehr gibt's hier nicht. Aber ich werde jetzt erstmal hier was essen.
damit ich mich wieder regenerieren kann und ein bisschen auch mehr Power habe. Das nehmen wir mit, da gibt es mehr Kugeln. Oh, das nehme ich auch mit, mehr Erfahrungspunkte. Da machen wir ein bisschen mehr Angriff rein. Und ein bisschen Key-Angriff. Mit 4 Essensboost soll ich doch leicht gewinnen. Bei den Kämpfen zumindest. Ich kann mit Vegeta noch was Neues lernen. Das mache ich. Oh, holy shit, gegen alle drei Saiyajins. Gegen Vegeta von. Gegen sich selber. Nappa und Raditz noch mit drin. Ach du Scheiße. Alleine gegen drei ist natürlich mal wieder Kacke. Ich gebe mir selbst auf die Fresse. Ja, ich bin zum Glück schon fast besiegt. Ganz auf den Sack. Oh, Nappa. Du Arschgeiger. Ah ja, ganz vergessen, dass der nervigste war. Scheiß Raditz. Scheiß Sack. Du hast gegen Kakarot verloren, du bist nichts wert. Diese nervige Kacke. Oh, Nappa. Bist du einfach nachtragend, weil ich dich kalt gemacht habe? Jetzt ist er wieder tot. Loser. Perfekt. Vegeta gegen Zabon. Fett! Gegen Fett Zabon. Nö. Volle Power. Den mach ich fertig. Oh, da bin ich nicht weggerammt. Oh ja, das hat gesessen. Krieg auf die Fresse! Speedangriff! Mach denselben Scheiß wie Raditz! Okay, hier muss so ein bisschen im Fernkampf bleiben. Oh oh. Holy shit! Auf die Fresse! Das ist nervig, die können trotzdem angreifen, auch wenn du die triffst. Nö! Okay, jetzt muss ich aufpassen, was hier passiert. Ich darf mich von nichts erwischen lassen. Komm, ist auf einmal hinter mir. Der war doch gerade noch davor. Oh. So viel Leben habe ich jetzt auch nicht mehr. Hallo. Ist mega nervig. Nö, nicht schon wieder.
Nö, du kommst nicht ran, du Arschloch! Ausgelöscht. Das war härter als ich dachte. Ja, jetzt will Vicky da sein Dragon Ball zurück. Well, if it isn't Kakarot, Dragon. It was like from that. No, and I think. Oh. Curious, though. Das ist nur eine Uhr. Und das hat er sogar geglaubt. Aber es war ein guter Bluff. Das war echt ein guter Bluff von Son Gohan. Oh, jetzt geht's zurück. Jawohl, haben sich alle verpisst. Doppel S, so muss es sein.